Hallo ihr Süßen, schön, dass ihr einschaltet. Erstmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an die liebe Loisible, denn sie hat mich in einem ihrer Videos erwähnt und hat ganz, ganz nette, liebe Worte über mich gesagt und dafür danke ich dir ganz doll. Und aufgrund ihrer Empfehlung habe ich jetzt ganz viele neue Abonnenten. Seid grüßt, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass ich dem gerecht werden kann. Also ich mache einfach so weiter wie bisher und ich hoffe, euch gefällt es. Ja, es ist heute der 2. Oktober, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen ist es Zeit für ein Monatsfavoritenvideo. Letzten Monat habe ich ja ausgesetzt, dafür habe ich ja meine Alltime-Favoriten euch gezeigt. Und diesen Monat gibt es wieder meine Monatsfavoriten. Okay, fangen wir mal an mit Lidschatten. Und zwar habe ich da hier einmal von Alverde so einen gebackenen Lidschatten in der Farbe 02 Glam Mauve. Ich finde den jetzt nicht unbedingt movig, aber ich habe ihn bisher auch noch nicht nass aufgetragen. Vielleicht kommt der nass anders raus. Das ist für mich so ein schöner, so ein Taubbraun, was halt sehr schön schimmert. Das gefällt mir ziemlich gut. Das ist echt für den Herbst ganz, ganz schön. Aber vielleicht kommt der nass noch besser raus. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert. So, dann dieses Quad aus der Fabulous Feline LE von MAC. Dieses Palace Pedigreed. Ach, das ist so wunderschön. Und ich liebe diese Farben im Moment so sehr. Und ja, habe mich ganz, ganz oft damit geschminkt. Also ich musste mich mit diesem dunklen Blau-Grau hier, mit diesem Russian Blue so ein bisschen anfreunden. Also am Anfang haben wir uns nicht so richtig gut verstanden. Mittlerweile geht es aber. Und ja, die finde ich ganz, ganz toll. Und diese Farbe hier, das ist das Palace Pedigree. Das finde ich auch so schön. Ja. Ja, aber wenn ich also einen Look damit schminke, benutze ich alle vier Farben. Die sind nämlich so toll aufeinander abgestimmt. Also das ist echt ganz, ganz, ganz toll. Und das hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Und dann habe ich noch zwei weitere Lidschatten von MAC, die auf jeden Fall jetzt genannt werden müssen. Und zwar ist das einmal Sense oder Scene. Ich weiß es nicht genau. Das ist so ein grau-lila irgendwie. So. Das finde ich auch sehr, sehr schön und das mag ich für den Herbst auch total gerne. Ganz toll dazu ist auch Shale. Das ist Shale, das ist so ein moviger Ton. Den mag ich auch sehr gerne dazu. Man sieht jetzt gerade irgendwie nichts. Naja, egal. Und ganz neu in meiner MAC-Lidschattensammlung ist Handwritten. Das ist in diesem Matt Hoch 2 Finish, also ein richtig dunkelbrauner Lidschatten. Der ist mal richtig, richtig matt und richtig gut pigmentiert. Ja, den finde ich auch ganz, ganz toll. So, das war's mit Lidschatten. Jetzt habe ich hier schon alles eingesaut. Ich kann gar nichts mehr swatchen hier. Alle Finger schon voll. Dann geht's weiter mit Blush. Und zwar ist das einmal hier von MMY, die Farbe 501. So ein schöner Rostrot-Pinkton irgendwie. Also ich finde den für den Herbst ganz, ganz toll. Wenn ich den so swatche, dann sieht der echt krass aus. Aber den kann man ganz, ganz wunderschön ausblenden. Und dann finde ich den toll. Also ich meine, für ganz, ganz helle ist es vielleicht nicht ganz optimal. Aber wirklich schön ausgeblendet ist der sehr, sehr schön. Und der ist auch im Standardsortiment, also keine Limited Edition oder so. Dann als Blush habe ich ausgekramt aus der MAC Spring Color Forecast LE diesen Azalea Blossom. Das ist so ein Blush in zwei Farben, was dann so ineinander überläuft. Ja, also so sieht es sehr, sehr pink aus, aber auch ausgeblendet gibt das eine ganz schöne Farbe ab. Ja. Und wenn ich es aber noch moviger haben will, dann benutze ich diese zwei Lidschatten. Das sind ja die aus der Cute as Hell LE von Essence.
Und dann mische ich die beiden. Dann gehe ich einfach mit dem Pinsel da mal rein, da so ein bisschen hin und her. So habe ich es jetzt aufgetragen. Und dann vermischt sich das schon selber so. Und wenn ich das dann auf der Haut aufgetragen habe, dann wird es so richtig schön moovig. Also mir gefällt das ziemlich gut. Und weil man hier auch mehr in das Lila gehen kann, das ist hier halt ein bisschen schwieriger. Es ist nicht so viel Lila vorhanden, deswegen ist es rosaner. Und hier kann man das aber jedoch mehr variieren. Also wenn ihr die beiden habt, dann probiert das auf jeden Fall mal aus. Also ich finde es ganz toll. Mir gefällt es super. Und ich habe die als Lidschatten nicht wirklich oft benutzt. Ja, dann habe ich diesen Concealer hier immer benutzt. Da seht ihr auch schon, da ist so eine richtige Hule schon drin. Und zwar ist das der Boeing Concealer von Benefit aus diesem Realness of Concealers Kit. Den gibt es aber auch einzeln. Den habe ich vorher nicht genommen, weil das nämlich diese dunklere Farbnuance ist. Also ich weiß nicht genau, wie viele es gibt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es den auch in heller gibt. Und den benutze ich im Moment immer so, um Unreinheiten abzudecken. Und den finde ich ganz, ganz toll. Im Moment bin ich ja auch noch ein bisschen brauner als sonst im Winter. Ja. Dann habe ich mir neu gekauft die Inimitable Intense. Also ich habe euch ja in meinem Favoritenvideo gesagt, dass ich die Inimitable total liebe. Und es gibt ja jetzt auch die Intense, da ist die Formel einfach so ein bisschen verändert und verbessert worden. Das Bürstchen und alles ist halt gleich geblieben. Und die finde ich ganz, ganz toll. Dazu wird es noch ein ausführliches Video geben, in dem ich meine Chanel Mascara vergleiche und euch vorstelle. Das ist die Farbe 10, schwarz, noir. Finde ich ganz, ganz toll. Also ich musste das ausprobieren und ich habe ihn eigentlich jeden Tag getragen. Also das ist auch wieder so wie bei der Inimitable. Man muss ihn erst so ein bisschen eintuschen, aber dann sind die super. Ja, dann kommen wir zu meinen Lippen-Favoriten. Ach, absoluter Favorit war dieser hier aus dieser Architecture Beauty LE von P2, die 010 Skyscraper. Ach, und ich finde den so herrlich movig. Also Move ist auf jeden Fall mein Unwort des Monats September. Da. Ganz, ganz toll. Also ich habe den dann nur aufgetragen auf den Lippen. Der deckt auch schön. Ja, finde ich wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Der ist ohne Schimmer, ohne Glitzer. Der ist so ein bisschen klebrig, aber ganz toll. Der riecht ein bisschen komisch, süßlich, aber das nehme ich gerne in Kauf, weil ich die Farbe so genial finde. Und dann habe ich ja von der lieben Dinkelprinzessin diesen Manhattan Lippenstift bekommen aus dieser Extreme Last and Shine Kollektion, die 94P. Und das ist ein ganz toller Lippenstift. Ich swatche den jetzt mal hier. Der hat so einen so eine schöne rostrote Farbe. Und der ist vom Tragegefühl auch ganz, ganz toll. Und ich habe ja gesagt, der erinnert mich sehr an meinen Rouge Coco, an diesen Mademoiselle. Ich swatche euch den einfach mal daneben. Und die sind sich doch schon recht ähnlich. Also ich finde, der von Manhattan, das ist der untere, der ist doch noch so ein bisschen rostiger und der Mademoiselle ist so ein bisschen pinkiger. Aber ich finde auch, dass der von Manhattan dieses schöne Tragegefühl hat. Der ist halt auch so ein bisschen cremig und weich und ein bisschen glossy. Also das finde ich ganz, ganz toll. Gefällt mir sehr gut. Ja, ach so, und dann habe ich noch Nagellacker. Und das sind die zwei aus von Essence, aus dieser Color & Go Reihe. Diese beiden neuen, die 34 Walk of Fame und die 35 Movie Star. Ganz, ganz toll. Das ist auch so ein schöner, moviger Ton wieder. Mit so einem Grau-Einschlag. Und das ist so ein schönes Grau mit Blau.
ganz, ganz toll. Und ich finde die wirklich besser als die vorherigen. Die lassen sich besser auftragen, die sind in der Konsistenz schöner und die halten auch länger. Also ich meine, länger als 3 Tage habe ich die jetzt, glaube ich, nicht getragen, weil ich eigentlich keinen Nagellack länger als 3 Tage unbedingt trage, weil ich dann wieder was Neues ausprobieren möchte. Aber das haben die schon ausgehalten. Vorher musste ich die nach einem Tag schon abmachen, weil da irgendwas abgesplittert ist. Also die sind sehr schön. Ja, das war's dann auch. Es wird auch ein Video über meine Herbstfarben geben. Also jetzt mein Nagellack und so. So herbstlich halt. Irgendwie. Mal gucken. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir schreibt, was eure September-Favoriten waren. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss!